Herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. In der letzten Folge habe ich mich hier ganz schön mit dem Sagravain rumgeärgert. Ach, und wo ich gerade dabei bin, gerade mal ein bisschen aus der Schusslinie gehen, ja, bei den Leuten hier vorbei wandern. Was wollte ich jetzt machen? Mein Kartendeck. Gut, ich habe mich jetzt so furchtbar aufgeregt in der letzten Folge, aber letztlich war es dann doch okay. Ich probiere es noch eine Weile aus, okay? So, habe mich wieder beruhigt. So, aber meine Goldkarten, ich habe gar keine Goldkarten in meinem Bosskartenspiel. So, und jetzt wollen wir mal gucken. Ziel für eine Runde betäuben. Ja, machen wir das mal rein. Wenn der nächste zwei Betäubversuche ab... kommt der nicht so, habe ich vor. Minus 35% auf nächsten, ne? Für alle Freunde. Gilt das auch für einen selbst? Ich weiß es nicht. So, das ist ein Angriffszauber. Plus 100 auf einen Lebenszauber. Hm. Oh, hier, Dryade. 225 pro Pip. Auch nicht schlecht. Leuchtturm. Plus 40 auf nächsten Lebenszauber. Okay. Ja. Lebensfalle. Lebensfalle brauche ich nicht. Licht des Lebens für alle Freunde. Das kostet schon wieder 3 Pips, das ist mir zu viel. Feuerklinge, ja. Lalalala. Alle Gegner für eine Runde betäuben. Interessant. Auch nicht schlecht, ne? Obwohl, nee, beim Bosskartenspiel brauche ich es nicht. Was haben wir da? Das wollte ich eigentlich offscreen machen, aber ich mache das jetzt. Alle positiven Pips vom Gegner, Schilder vom Gegner entfernen, erschüttern. Das ist ein Assi-Zauber, den benutze ich gerne. Erdbeben. Und hier wird alles aufgehoben. Das kostet allerdings 6 Pips, das kann ich mir nicht mal ebenso leisten. Plus 20%. Mhm. Das war plus 5. Überzeugung. Für 4 Runden festigen. Ach, festigen haben wir auch noch dabei. Das nehmen wir auch auf jeden Fall mal. Auf alle Zauber für 4 Runden. Das nehmen wir auch mal mit rein. Ermächtigen. Täuschen. Ach, täuschen habe ich sogar als Goldkarte. Jetzt seht ihr auch mal, was sich hier alles an Karten inzwischen gesammelt habe. Ist ja eine ganze Menge zusammengekommen, ne? Bom, 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 bom. Drachenklinge. Ach, guck mal hier. Plus 30% auf nächsten Angriffszauber. Das ist ja cool natürlich, ne? Balanceklinge, Klingensturm für alle Freunde. Gibt 3 Pips an Ziel. Stichelnder Sandsturm. Hilfreiche Hände. 4 Pips. Ja, nehmen wir mal mit rein. Wir wollen auch nicht zu viel reinmachen. Sonst haben wir nachher wieder das Problemchen, ne, das wir kennen. So, damit haben wir jetzt 3 Minuten verbracht. Jetzt spreche ich erstmal mit Bruder Nolan. Wen haben wir denn hier überhaupt? Undine, Nachtschreck und Nathan. Frostherz. Willkommen. Hallo. Aber ihr seht mich gar nicht. Ihr seid zu sehr mit eurem Kampf beschäftigt. Aber dabei will ich... Obwohl, muss ich die auch besiegen? Ne, ich muss Logia-Ritter besiegen. Ach, wisst ihr noch das eine Mal, wo ich so angemacht wurde? Von jemandem. Man kann doch mal fragen. Bin so unhöflich. Ach, das war ein Kalibo. Da hätte ich mich ja beamen können. Hi. Weiter Weg. Tausend Dank. Lass mich dich nun einen dieser Zauber lehren. Am besten einen von deiner bevorzugten Magieschule, ja? Oh, halt! Hab von dem jetzt mal gerade eine Karte bekommen. Interessant, lass mal gucken. So, hab das jetzt 1, 2, 3, 4,
fünfmal. So, entferne einen Schaden über Zeit und teile 100% Detonation. Okay, das heißt, wenn ich einen runden Schaden habe, dann kann ich den abgeben auf jemand anderes. Hm, nicht schlecht. Grundsätzlich nicht schlecht, aber kann ich dann anwenden, wenn ich es brauche. Wenn ich weiß, ein Gegner macht downed runden Schaden und das ist mir echt, wird mir echt zum Verhängnis, dann macht das viel Sinn. Aber so kommt das ja nicht so häufig vor. So, geh hier hin. Mords anwesend. Avalon, Carrion. Das ist auch wieder so ein Einzelkampf, glaube ich. Was ist das denn noch? Azteca Magro. Was? Hier schon wieder was? Ey, es tauchen immer wieder neue Quests auf, ne? Na gut, komm, dann nehmen wir die mal schnell an. Ihr kennt es ja, die zwei Fliegen mit einer Klappe. Fianna Gelbschneid. Ich finde, man sollte darüber informiert werden, wenn neue Quests auftauchen. Obwohl dieser Questfinder schon ziemlich cool ist. Den gab es auch nicht immer. Der ist auch erst in einem der letzten Updates dazugekommen. Naja, ist jetzt schon eine Weile her, aber als ich angefangen habe mit Ursat Wormann, gab es das noch nicht. Sehr hilfreich. Ich habe zwar nicht wie du eine Zauberschule besucht, doch als Waldhexe kenne auch ich so manchen magischen Trick. Wenn du mir dabei hilfst, meinen Talismanbeutel zurückzubekommen, werde ich dir einen Spruch beibringen, von dem deine Professoren noch nie gehört haben. Also höre mir zu. Vor einer Weile versammelten sich viele von uns Schwestern, um Erfahrungen und Wissen auszutauschen. Wie ich herausfand, war es eine Rabin aus dem fernen Grizzleheim. Sie hat sich in einer Höhle nahe des Fliegenpilzweilers eingenistet, im Wildnis. Bring mir meinen Beutel zurück und ich werde dich belohnen. Und dafür kriege ich einen neuen Zauber. Cool, oder? Ja, das mache ich auf jeden Fall. Nicht jetzt unbedingt, aber... Das mache ich. In Grizzleheim. Guten alten Grizzleheim. Aber da gehen wir jetzt nicht hin. Ort Wildnis. Hä? Ach, die ist in Avalon. Ah, ich dachte, die wäre... Ich müsste nach Grizzleheim. Ah, okay. Das mache ich jetzt nicht. Loria-Ritter können wir besiegen. Komm, das machen wir jetzt mal. Ist jetzt ein bisschen... bisschen seichter. Da können wir mal wieder ein Straßendeck ausrüsten. PvP Hauptkartenspiel. So, im Hauptkartenspiel. Chaos, wurde mir gesagt. Chaos, mach's folgendermaßen, damit es schneller geht. Jetzt wende ich das an, was du gesagt hast. Mach dir so oft rein Meteor rein, wie es geht. Und mach dir so oft Kolossal rein, wie es geht. Und einmal neu mischen. Dann geht es schneller. Okay, habe ich jetzt gemacht. Mal gucken, wie diese Kampftaktik funktioniert. Na, da, 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 da. Das musst du mitnehmen. Immer schön mitnehmen. Ich bin ja offen für Vorschläge, ne? In der Regel. Wenn sie konstruktiv sind und ich die nicht schon 10.000 Mal gehört habe. Und mich auch schon entsprechend oft dazu geäußert habe, ne? Aber natürlich gehe ich ansonsten Vorschlägen ja mitunter auch gerne mal nach, ne? Denn... Der Teddy wurde an den Nähten auseinandergerissen. Am besten Gottchen. Sammelst du erst einmal alle Einzelteile ein, die hier verstreut liegen. Das gehörte offenbar gerade zu irgendeiner anderen Quest, ne? Hat jetzt gerade gar nicht so... im Kopf hier, sammle doch den Kopf ein. Moment mal. Hä? Ich sehe es gar nicht. Ach da. Ah, okay. Du solltest mit Shiban sprechen und zeige den ramponierten Bären auf keinen Fall Courtney. Nein, jetzt werden wir erstmal gerade
Das ist ja Pillepalle. Was gibt's denn dafür überhaupt? Ach da. 7640. Ist wirklich nur eine winzig kleine Quest, ne? So, wir wollten aber hier ein paar Logria-Ritter gerade wenigstens mal besiegen. Juhu! Zur Oberstadt. Ah, ja, Leute. Nee, jetzt sind wir schon lange zu Gange mit Wizard 101, ne? Was haben wir denn hier? Rotkäppchen! Nee. Sieht eher aus wie Rumpelstilzchen. Bernsteinritter. Logria-Ritter. Hi, Logria-Ritter. Ihr seid Lebensviecher. Kämpfer. Monster. Gegner. So. Täusch mal, habe ich denn jetzt Täuschen drin? Oh nein, du Trottel, Kaius. Nee. Ganz langsam, Kaius. Nichts überstürzen. Ich bin irgendwie bin ich unkonzentriert. So. Natürlich muss ich auch das Hauptkartenspiel ausrüsten. Ist ja wohl klar, ey. Oh Mann. Ich dachte gerade, was? Das passt ja überhaupt nicht. Es gibt da Wizard 101 so viele Fehlerquellen, die man beachten muss, rein theoretisch. Festigen? Nee. Komm hier, eine Feuerklinge kann ich mir trotzdem drauf machen. Und mein lieben Haustierchen, danke! Habt ihr live gehört, wie leicht es hier immer ist mit dem Aufnehmen. Gleich erhalte ich die Informationen ja schon relativ schnell. Ojo. Muss ich mich mal gerade ein bisschen zurückhalten. Tja, ob es am Ende nicht aufs selbe hinauskommt, wenn ich den runden Zauber mache. Nein, das ist nicht. Ist das hier, ne? Und das damit erübrigen sich eigentlich auch die Fragen nach, kannst du längere Folgen machen? Kannst du nicht mehr Folgen machen? Ja. So ist das. Guck mal, sind immer noch nicht tot, ne? Ja. Die Taktik kann ich eigentlich direkt über den Haufen werfen. So, jetzt haben wir es aber geschafft. Weiß nicht, ob das jetzt schneller ist oder langsamer. Natürlich nicht.
Na gut, dann werden wir es in der nächsten Folge machen. Oder ich mache es offscreen. Bis dann. Ciao.